Grandiose Insellandschaften und naturverbundene Menschen. I think I have a fish on. Coming along very nicely. Many hands make that work, don't they? Abgelegen und traumhaft schön, auch mal ruppig, in der Regel reizend. Das sind die Isles of Scilly. Die englischen Inselschönheiten liegen 45 Kilometer vor der Küste Cornwalls und sind in 3-4 Stunden vom britischen Festland aus zu erreichen. Die Isles of Scilly, das sind mehr als 140 kleine Inseln, von denen gerade mal 5 bewohnt sind. Insgesamt leben hier ein wenig mehr als 2000 Menschen. Die meisten auf der Hauptinsel auf St. Mary's. Die Scillonians, wie sich die gebürtigen Insulaner nennen, sind generell geschäftig und in der Regel recht gelassen. Für ein bisschen Aufregung sorgen auf den Scillys einzig die zumeist englischen Touristen. Den Lebensrhythmus bestimmt hier das angenehme Inselklima. Glücklich ist, wer ein Boot hat. Auf den Isles of Scilly ist ein Boot wichtiger als jedes Auto. Und spätestens im Frühjahr lässt es ein jeder wieder zu Wasser. Oder er legt letzte Hand an, um es rechtzeitig fertigzustellen. Wie in der Werkstatt von Andrew Hicks. Der Bootsbauer von St. Mary's arbeitet an einem sogenannten Gig. So nennen die Scillonians ihr archetypisches Ruderboot. Die Gigs sind die traditionellen Boote der Scilly-Inseln. Sie werden seit dem 18. Jahrhundert hergestellt. Es gehört also zu unserem Brauchtum. Es ist wirklich eine Ehre für mich, ein neues Boot bauen zu dürfen, ganz sicher. Ein halbes Jahr Bauzeit. Mehr als 1200 Arbeitsstunden stecken in diesem Holzboot-Klassiker. Die Planken des Gigs sind traditionell aus heimischer Ulme. Aber wir müssen das Holz nehmen, was wir heute kriegen können. Der größte Teil der Beplankung ist deshalb aus Schottland. Aber zumindest für den Spiegel, also dem Heck des Bootes, konnte ich heimische Ulme auftreiben. Alle Spanten sind aus Eiche. Die Sitzbänke ebenfalls. Ja, und es ist alles mit traditionellen Kupfernägeln zusammengehalten, kalt genietet. Wenn man sie alle zählt, sind das im ganzen Gig ungefähr 3500 Stück. Und jeden einzelnen kenne ich ziemlich gut. Es ist viel Arbeit, ja. Ein Liebesdienst. Kostet viel Zeit. A labor of love. A lot of time spent. Früher wurden Gigs als Lotsen und Rettungsboote eingesetzt, heute nur noch für den Freizeitsport. Den einmaligen Auftrag hat Andrew Hicks von der hiesigen Gig Boat Association bekommen. Wohl auch deshalb, weil der 43-Jährige aus einer Familie stammt, die dem Bootsbau seit Generationen verbunden ist. You could say I was sort of born into it, really. Man kann sagen, dass ich da reingeboren wurde. Wirklich. Das liegt in der Familientradition der Hicks. Der erste Bootsbauer, für den ich gearbeitet habe, war Peter Martin. Der hat schon mit meinem Vater ein Boot gebaut.
damals in den 90ern, als ich noch zur Schule ging. Nach der Schule bin ich dann immer hier hingegangen, um zu sehen, wie sie vorankamen. Das hat mich interessiert. Ich habe mein Leben lang mit Booten zu tun gehabt. Ist eine Art Schicksal, die Tradition fortzusetzen. Ja, es ist schöne Arbeit, die sich lohnt. Am Schluss hast du etwas geschaffen, das den Leuten hoffentlich Freude macht. Und das vielleicht für die nächsten 100 Jahre. Obwohl Andrew seit nunmehr fast 30 Jahren Boote baut und alte Gigs repariert, steuert er mit diesem Projekt auf eine Premiere zu. This is my first. This is the first one I've built on my own. Dies ist tatsächlich mein erster Eigenbau. Ja, da bin ich schon ganz schön stolz drauf. Der ganze Gig-Verein hatte entschieden, es von mir hier auf der Insel bauen zu lassen. In Cornwall wäre ein neues Gig wohl günstiger gewesen, weil wir hier auf der Insel alles übers Meer ranschaffen müssen. Und das kostet natürlich. Ja, das ist schon eine Herausforderung und harte Arbeit. Aber am Ende lohnt es sich, hoffentlich. Ja, es ist eine Challenge und hard work, aber ich denke, es wird es am Ende, hoffentlich. Wenn die Besatzung mit dem Gig nicht klarkommt, werden sie eines Tages vielleicht noch nach mir suchen. Schauen wir mal. Gigboot-Training der Frauen. Auf den Scilly-Inseln war das Rudern eigentlich immer eine Männerdomäne. Aber in den vergangenen Jahren haben auch die Scilly-Ladies den Sport für sich entdeckt. Ihr Trainer Dylan Jane hatte sich seinerzeit für die Lockerung traditioneller Vereinsregeln eingesetzt. Früher war das Gigpullen nur Männern erlaubt. Sie waren es, die raus zu den Schiffen pullten und das Geld bekamen als Bezahlung für das Lotsen. In den letzten paar Jahren hat unser Verein aber auch Frauen teilnehmen lassen. Ich glaube, da ist unser Verein ziemlich einzigartig. Heute sieht man das ganz gut an der Crew. Die Jüngste ist erst 16 und wir haben auch ein paar 50- und 60-Jährige dabei. Wir haben ja einen ziemlich großen Erfahrungsbereich beim Gigpullen. Manche Vereinsboote sind bereits seit 150 Jahren im Einsatz. Damals wie heute werden die Gigs von Profis gepflegt und von engagierten Teams gefahren. Es sieht ziemlich einfach aus, aber du brauchst die richtigen Bewegungsabläufe, ein Gespür für Rhythmus und Zeitgefühl. Und du brauchst eine Menge Kraft. Und alles muss zusammenpassen. Alles das gleichzeitig mit den anderen 5 Leuten im Boot zu machen, in perfekter Harmonie. Es gibt viele Dinge, die das Gigpullen zu einem besonderen Sport machen und es sieht sicherlich von außen leichter aus, als es tatsächlich ist. Fest steht, wer sich auf den Scillys mit dem Gig durch ruppige Gewässer kämpft, hat sich freiwillig für das anstrengendste Inselhobby entschieden. Es gibt aber auch Scillonians, für die das Boot zur Berufung gehört. So ein Mann lebt auf St. Martins, eine der Nachbarinseln von St. Mary's. Sein Weg zur Arbeit führt über den Strand. Adam Morton ist in der 7. Generation Fischer auf der kleinen Atlantikinsel. Jetzt ist Saison, da fährt er täglich raus. Es ist so unterschiedlich, was du am Tag fängst. Kann sehr gut, kann auch mal überhaupt nichts sein. Can be absolutely nothing. Scheint das Los des Fischers zu sein. You never know. Wenn möglich, fängt Adam Seelachs. Seine Methode, die Langleinenfischerei. Die Technik ausgeklügelt.
Das Ding hier blinkt im Wasser und kreiert Turbulenzen, was Fische anzieht. Die schmeißen einen Blick drauf und jagen dem hier hoffentlich hinterher. Das Ding hier, das Scherbrett, wird ins Wasser gelassen und geht vielleicht bis zu 20 Meter in die Tiefe. Und wenn der Fisch an den Haken geht, dann dreht es sich in etwa so und schießt an die Oberfläche, hoffentlich. Adam fährt regelmäßig raus, seit 25 Jahren. Er kennt sein Revier. Dennoch muss er immer achtsam sein. Die Gewässer rund um die Scilly-Inseln sind tückisch. Untiefen und nicht sichtbare Felsen haben schon viele Boote zum Kentern gebracht. Sein GPS-Gerät, eine große Hilfe. Es ist so viel einfacher damit. Aber man darf trotzdem nicht zu viel schnacken und muss weiterhin aufpassen, wohin man fährt. Andernfalls landest du auch schnell mal auf einem Felsen. Okay, here we are. Put the line over. Adam bringt die Leine aus. Make sure we get it the right way up. 20 bis 30 Meter werden abgelassen und am Steuerhaus gut verzurrt. Okay. I've come a little bit off of my fishing patch. In seinem Angelrevier hat er immer eine Hand an der Leine, die andere am Steuerrad. Ich versuche so zwischen anderthalb und zweieinhalb Knoten zu fahren. Wenn ich schneller wäre, kann der Fisch nicht anbeißen. Bin ich zu langsam, kann das Scherbrett nicht sinken. Herausfordernd wird es, wenn die Tide und der Wind aus der gleichen Richtung kommen. Dann wirst du zu schnell. Adam fängt jeden Fisch fürs eigene Geschäft. Der 43-Jährige ist nämlich der Macher des einzigen Fish and Chips Lokals auf St. Martins. I'm a summer fisherman. Ich bin ein Sommerfischer. Es gibt keinen Grund, im Winter zu fischen, weil es im Winter keine Touristen gibt. Es ist dann sehr ruhig auf der Insel und wir müssen Wartung und Reparaturen machen. Schon hat einer angebissen. Jetzt kommt es auf Erfahrung und die richtige Technik an. Es kommt darauf an, wie stark der Zug auf der Leine ist. Je stärker der Zug, desto größer der Fisch. Mindestens 1 Kilo schwer sollte der Kabeljau sein. Alles, was darunter liegt, würde Adam wieder ins Meer schmeißen. It's okay. Adam muss jeden Fisch eigenhändig aus dem Wasser ziehen. Manchmal heißt das auch warten. Seine größten Kontrahenten sind übrigens die hungrigen Seehunde und Kegelrobben hier in der Umgebung. Die schnappen sich die leckeren Meeressnacks gern mal von der Leine. Heute aber hat Adam jeden Fisch für sich. That's better fish. We like this fish. Der reicht für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Maybe two adults and 2 children. Here we go. That's a good one. That will do for the Das reicht für heute Abend. Wir haben nicht so viele Kunden heute. Zurück nach St. Martins. Bevor es von Bord geht, muss Adam den Fisch noch küchenfertig machen. Okay. Now I'm going to gut the fish. Man muss den Fisch so schnell wie möglich ausnehmen, damit er nicht verdirbt.
Für unser Geschäft ist frischer Fisch am wichtigsten. Sobald er aus dem Wasser ist, heißt es sauber machen, filettieren und ab in den Kühlschrank. Die Chips zum Fisch liefert übrigens Adams jüngerer Bruder. Der baut die Kartoffeln auf einem nahegelegenen Inselacker an. Die Zubereitung überlässt Adam Küchenchef George. Oh, George, got some more fish for you. Adams Fish and Chips-Geschäft wurde von der BBC bereits zweimal zu Englands bester Imbissbude gewählt. Woran das liegen könnte, ist offensichtlich. Frischer als hier gibt es Great Britains beliebtestes Fischgericht wohl nirgends. Sauce. Ketchup. Wer auf den Isles of Scilly lebt und arbeitet, sollte improvisieren können und ein Alleskönner sein. Es gibt Scillonians, die gehen gleich mehreren Beschäftigungen nach. So wie Andrew Walder. Heute unterstützt ihn Kumpel Rob bei seinem Meeresprojekt. Let's dump it down there. Yeah. Was wir hier machen, wir bringen die Saugleitung aus, dass sie mehr Wasser in unsere Salzpfannen pumpt. Jetzt noch die Hilfsleine zur Sicherung festmachen und dann das Ganze ins Wasser. Hoffentlich gelingt mir das ohne Knick. Andrew will aus dem Meerwasser Salz gewinnen. Doch dafür müssen zuerst die Leitungen richtig liegen. Speed up the job a bit. Oh, nice. Under, there we go. That's that part done. So pumpen wir ungefiltertes Seewasser. Es ist rein und sauber. Wir machen das bei aufsteigender Tide, wenn das kalte, tiefer liegende Wasser an unsere Küste schlägt. Dadurch fließt reinstes Sediment freies Wasser in unsere Verdunstungspfannen, aus denen wir das Salz gewinnen. Sie sind immer auch ein bisschen unkonventionell auf den Scilly-Inseln. Das Meerwasser wird mit einem Schlauch einfach 150 Meter über Wiesen, Mauern und Hecken ins Hinterland geleitet. Das Ziel? Ein Tunnel aus Polyethylen. Mit dem will Andrew keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern Salz. In diesem Polytunnel wird es so 40 bis 50 Grad heiß. Der Luftstrom, der durch den Tunnel strömt, lässt das Wasser verdampfen und das Salz bleibt zurück. Man kann die Rückstände der letzten Ernte auf dem Boden noch sehen. Wir füllen jetzt die Becken wieder auf und lassen dann die Sonne arbeiten. So gewinnen wir unser Meersalz. Und so sieht es aus, wenn die Sonne das Meerwasser hat verdampfen lassen. Die Kristalle verpacken wir und schicken sie zu unseren Kunden. Das Business mit dem Salz betreibt Andrew auf St. Martins, der zweitgrößten bewohnten Scilly-Insel. Hier auf seiner Farm hat er sich ein weiteres geschäftliches Standbein aufgebaut. Andrew Walder hat einfach einen seiner Schuppen in die erste und einzige Rum- und Whisky-Destillery der Isles of Scilly verwandelt. Die Idee kam ihm vor Jahren während seiner Zeit bei der britischen Handelsmarine. Bei einem ungeplanten Stopp hoch oben in der Nordsee, in Aberdeen. An unserem Schiff war was kaputt und wir warteten auf Ersatzteile. Die Wartezeit nutzte die Crew für einen Ausflug zu einer Whisky-Destillerie in Nordschottland. Ich denke, dort kam mir die Idee. Ich begann, mich zu informieren und schließlich, nach ein paar Jahren, setzte ich die Idee um, baute diese Distillery hier auf meiner Farm in St. Martins auf den Isle of Scilly, auf der ich schon mein ganzes Leben lebe, um mein Ackerland auch besser zu nutzen. Einige Pflanzenextrakte mache ich auch selbst und Gerste baue ich für die Whisky-Produktion an. Barley for the production of a whisky.
Seit nunmehr 8 Jahren tüftelt Andrew an verschiedenen Whisky- und Rum-Rezepturen. Der aktuell beliebteste Inseltropfen, ein Honey Spice Rum. Die wichtigste Zutat ist der heimische Honig von Tresco Abbey Garden. In seinem Lager erlangt der Rum dann die nötige Fassreife. Hier haben wir einen in einem Portfass gelagerten Rum. Seit fast einem Jahr lagert er jetzt schon hier. Ich ziehe mal eine kleine Kostprobe aus dem Fass. Und wir können diese Sampling-Tube. Anyway, cheers. Oh, that's nice. Coming along very nicely. Während der Rum sich also gut entwickelt und noch ein paar Jahre reifen muss, ist alles Könner Andrew auf dem Weg in sein Verpackungszentrum. Das hat er selbst aufgebaut. Auch das komplette Produktdesign für seine verschiedenen Rumsorten hat Andrew gestaltet. Wir kümmern uns eigentlich um alles. Den Rum aus Melasse, die Fermentation, Destillation, die Flaschenabfüllung, die Etikettierung, sogar das Verpackungsdesign. Das haben wir alles selbst gemacht. Im SC Doc Honey Spice Rum findet sich der Charakter des geschätzten Insulaners Bruce Christopher wieder. Und das SC ist ja eigentlich die Kennzeichnung der Isle of Scilly Boote. Das Ganze ist ein englisches Wortspiel. Sea Dogs Rum ist dabei herausgekommen. SC Dogs or Sea Dogs Rum is where we've gone with that. Andrews Kundenstamm reicht mittlerweile vom englischen Festland über Deutschland bis nach Kanada. Wenn die königliche Post mitspielt, dann können also auch Menschen fern der Scilly-Inseln auf den Geschmack von Land und Leuten kommen. Wer auf den Scillys landet, wähnt sich in Britanniens Subtropen, wo im November schon Narzissen blühen, wo es fast nie schneit, wo Zitronen und Palmen wachsen. Für diese blühenden Landschaften und teils exotische Vegetation sorgen der milde Golfstrom und die mehr als 2000 Sonnenstunden im Jahr. Diese Laune der Natur haben den Inseln die Beinamen Südsee Englands sowie Fortunate Isles, glückliche Inseln, eingebracht. Kein Wunder, dass hier auch Menschen vom Festland ihr Glück gesucht haben. Die Hillside Farm auf Briar. Von Hecken umsäumt, in Parzellen unterteilt. Und bewirtschaftet von Graham und Rita Higgins. Die beiden sind keine waschechten Insulaner, sondern Zugewanderte vom Festland. Seit nunmehr 8 Jahren ackern die beiden auf der kleinsten bewohnten Scilly-Insel. Wir versuchen, so viele unterschiedliche Dinge wie möglich anzubauen. Und in dem einen Jahr geht es gut mit einigen Pflanzen, in anderen Jahren ist es schwierig. Es gleicht sich alles aus. Und es ist nicht schwieriger als anderswo. Es ist vielleicht eher so, dass wir hier unterschiedliche Schwierigkeiten haben. Und damit müssen sie einfach leben, sagt Graham. Es ist immer noch Mutter Natur. Und nicht nur Ackerbau. Graham und Rita haben auch Tiere. Die beiden britischen Sattelschweine Tom und Titch haben eine Sonderrolle. Ihr Hauptjob auf der Farm ist es wirklich, bevor wir pflanzen, auf die Felder zu gehen und den Boden zu bearbeiten. Die Schweine fressen Samen und Unkräuter und durchflügen mit ihrem Rüssel den Boden. Nebenbei düngen sie die Felder. Wie die meisten Dinge auf unserer Farm sind die Tiere hier, um auf ganz natürlichem Wege mitzuarbeiten. Die Farmer vom Festland haben sich auf die Inselbedingungen eingestellt.
Flora, Fauna und das milde Klima kommen ihnen entgegen. So können sie hier auf dem abgelegenen Eiland ihre Vorstellung von Landwirtschaft umsetzen. Wir versuchen, mit der Natur zu arbeiten. Das ist hier eine kleine, naturfreundliche Farm, die ein bisschen von allem anbaut. Wir haben kleine Habitate für die Natur und für unsere Erzeugnisse. Wir lassen die Pflanzen wild wachsen und lassen Blühstreifen an den Seiten der Gemüsebeete. Die Pflanzen sollen bestmöglich wachsen, sodass alles zur Blüte kommt. Wir haben verschiedene Bestäuber auf den Blumen und wir haben Vögel, die fressen die Samen. Und wir haben viele Schmetterlinge und alle möglichen Insekten, die die Tier- und Pflanzenwelt auf der Farm unterstützen. Grahams Steckenpferd sind die Hühner. Die Silly Chicken sind aber gar nicht so leicht zu handeln. Das Federvieh von der Insel hat einen ausgeprägten Freiheitsdrang. Wir haben diesen mobilen Hühnerstall gebaut, den wir auf den Flächen bewegen können. So düngen die Hühner innerhalb des Jahres die Felder und unterstützen das Wachstum des Grases. Aber unglücklicherweise sind das Silly-Hühner und die lassen sich nicht einsperren. Denn dann hacken sie aufeinander rum und wir haben sie dann wieder rausgelassen. Jetzt sind sie wirklich glücklich. Das kann ich sagen. Sie bedanken sich, indem sie wieder ein Ei legen. Sie lieben es, immer draußen zu sein. Die Higgins-Hühner versorgen mittlerweile die ganze Insel mit Eiern. Damit hatten Graham und Rita nicht gerechnet, als sie vor 8 Jahren den Zuschlag für die Farm bekamen. Sie kannten zu dem Zeitpunkt die Isle of Scilly nur vom Urlaub. Den Lebensmittelpunkt hierher nach Bria mit gerade mal 80 Einwohnern zu verlegen, war ein krasser Schritt. Es brauchte ein bisschen Zeit, um sich an die Arbeit hier zu gewöhnen, weil wir beide aus völlig unterschiedlichen Jobs kamen. Du hast ja schon Landwirtschaft betrieben und fandest das ja nicht so schwierig, aber ich war Krankenschwester. Ich war an völlig andere Tagesstrukturen gewöhnt, mit routinierten Abläufen. Aber Landwirtschaft ist nicht so. Es ändert sich ständig etwas und es hat mich Zeit gekostet, daran zu gewöhnen, dass Dinge nicht zu einer bestimmten Zeit erledigt werden. Aber wir arbeiten doch eigentlich immer ganz gut zusammen, oder? Trotzdem ist es doch ganz schön, so zu machen. Die Eier verkauft Ehepaar Higgins im hofeigenen Selbstbedienungsshop. Auch Gemüse und Kräuter haben sie hier, je nach Saison, im Angebot. Besonderes Highlight: Chutney und Marmelade mit feurigen Chilis. Die bauen sie hier nämlich auch an auf ihrer Farm. Rita und Graham wollen in Einklang mit der Inselnatur leben. Deshalb gehört zu ihrem Farmbetrieb auch eine kleine Herde Red Devon Vieh. Die Rinder sind offizieller Bestandteil eines Umweltprojekts. Mit ihnen wird auf natürliche Weise Grünland gepflegt. Vier Kühe haben wir mitgebracht, als wir kamen. Und dann haben wir langsam eine Herde aufgebaut. Jetzt haben wir auch einen Bullen. Das ist Nelson, Nelson the Bull. Die Entscheidung, auf den Isles of Scilly zu leben, haben Rita und Graham noch keine Sekunde bereut. Es ist Teil unseres Traums. Wir wollten nur eine kleine Farm, um das hier zu machen, an diesem Ort. Sieh dich doch mal um. Da ist diese Schroffheit und gleichzeitig diese reine Schönheit. Und dann haben wir unser eigenes Vieh. Die sind so sanftmütig. Die gehören eigentlich zur Familie. Das alles hier zu machen, ist eine einmalige Gelegenheit. Es ist einfach großartig. In Einklang mit der Natur leben. In diesen Gestaden verfolgt dieses Lebensprinzip nicht nur Ehepaar Higgins.
Auf St. Agnes, einer weiteren der 5 bewohnten Scilly-Inseln, hat ein gebürtiger Sloanian seine Werkstatt. Hier geht Geoff Hicks einem aussterbenden Handwerk nach. Er flechtet Körbe für den Hummerfang, so wie es früher üblich war. Draußen vor seiner Werkstatt, einer ehemaligen Seenotrettungsstation, lagert er sein Arbeitsmaterial. Was aussieht wie Gartenabfall, ist der Rohstoff für seine Hummerreusen. Dies sind Tamarisken, die hier auf der Insel in den Hecken wachsen. Es ist alles von hier, in Fußgängerentfernung von dieser Stelle, wo ich die Reusen mache und auch fischen gehe. Und das hier benutze ich für die Grundrahmen der Reusen und auch für die Böden. Zum Körbeflechten kann man es nicht gebrauchen. Es ist nicht biegsam genug für Reusen. Dafür nehme ich die Weide. Wir nennen sie hier Withy. Das ist unsere Goldweide. Daraus wird der größte Teil der Reuse geflochten. So, wir brauchen ein Bündel hiervon und ein Bündel davon. Hummerkörbe aus nachwachsenden Rohstoffen fertigt heutzutage kaum noch jemand. Geoff will das ändern. Der gelernte Industriedesigner hat das traditionelle Handwerk als Jugendlicher von einem alten Inselfischer gelernt. Damals ahnte der junge Hicks nicht, dass er mit dieser Handwerkskunst später mal seinen Lebensunterhalt bestreiten wird. Am wichtigsten ist es, das Material möglichst gerade einzuflechten und auf die Abstände zu achten. Wenn ich die Abstände zu groß mache, dann verliere ich meine Hummer. Und selbstverständlich willst du bei der Herstellung kein Material verschwenden. Du musst die Tamarisken und die Weide so gut wie möglich nutzen. Schließlich kostet es Zeit und Kraft, sie zu züchten und zu ernten. Und ich will nicht zu viel Material für die Reusen verschwenden. Gerade genug, dass sie ihren Zweck erfüllen. Geoff Hicks lebte und arbeitete fast 15 Jahre auf dem Festland, bis er an seinem 35. Geburtstag die Eingebung hatte und auf seine Heimatinsel St. Agnes zurückkehrte. Er gründete eine Familie und betreibt seitdem sein nachhaltiges Handwerk. Ich habe auf dem Festland als Industriedesigner gearbeitet, aber ich war immer an umweltangepassten Technologien interessiert. Bereits vor Jahrzehnten faszinierte mich das Arbeiten mit natürlichen, lokalen Materialien. Das war alles so einfach und so günstig. Und offensichtlich jetzt, wo wir so viel über Auswirkungen von Plastikmüll im Ozean wissen, versuche ich dieses Handwerk wieder aufleben zu lassen. Ich betreibe sozusagen Mikrofischerei mit nachhaltigen Designerkörben und entwickle nebenbei auch neue Körbe mit ebenso umweltfreundlichem Material. In der konventionellen Hummerfischerei kommen seit Jahrzehnten umweltbelastende Plastikkörbe zum Einsatz. Weltweit, nicht nur auf den Scillys. Geoff Hicks will das nicht hinnehmen. Genauso wie bei der täglichen Tea Time morgens um 11 geht es auch bei seinem Arbeitsprojekt um viel mehr als nur um Folklore. Es lohnt sich wirklich, die Arbeit, das Handwerk fortzusetzen, die Tradition zu erhalten und gleichzeitig Neues zu entwickeln und auszuprobieren. Es lohnt sich aber, wenn du dir die Herausforderungen ansiehst, bei der Umwelt, den Schaden, den wir anrichten, ob nun Emissionen oder Verschmutzung durch Plastik, es ist eine riesige Herausforderung und dies ist nur ein winzig kleines Experiment in einem viel größeren, na du weißt schon, globalen Problem. Man will ja da sein. Wir müssen langfristige Lösungen finden, größer denken. Die zweite Tageshälfte gehört dem Hummerfang. Denn Geoff stellt nicht nur Körbe her, er setzt sie auch ein. Täglich fährt er raus.
mit einem nach seinen Vorstellungen umgebauten Katamaran. Ohne Motor, ohne Segel. It's just an experiment. Es ist nur ein Experiment. Ich glaube zwar, die Zukunft liegt im Elektroantrieb, persönlich bin ich aber an von Menschen angetriebenen Maschinen interessiert. Das ist einfach sicher. Mein Boot hat eine große Arbeitsplattform, es ist wirklich schnell, es ist wirklich seeklar. Es funktioniert schon ganz gut, aber ich möchte noch ein leichteres Gefährt bauen. Dieses hier ist grundsätzlich für die Aufgabe gemacht. Rund um die Scilly-Inseln gibt es jede Menge Hummer. Man muss ihn nur erst mal aus dem Meer holen. Für Geoff gilt, die tägliche Beute sichert seinen Lebensunterhalt. Yeah, we've got a few lobsters today. Ja, wir haben einige Hummer. Ein paar sind schon präpariert. Der Junge hier hat schon ein ziemliches Gewicht. Der ist schon groß genug, um ihn zu behalten und zu verkaufen. Wenn er kleiner wäre als vorgeschrieben, dann müsste ich ihn wieder reinschmeißen. Aber das ist einer, den wir behalten. Und hier sind noch ein paar. Ich werde die so schnell wie möglich abgeben. So frisch wie möglich. Und dem muss ich noch seine Schere zubinden. Ja, und darum geht es, die Reusen aus den hiesigen Pflanzen zu bauen. Direkt hier um die Ecke. So schnell wie möglich fischen und dann frischen, lebendigen Hummer verkaufen, der gerade mal 1 Kilometer von hier entfernt gefangen wurde. Just from 1 kilometer away. And that'll be my wife on the phone. Seine Frau ist am Telefon. Für heute hat Geoff Hicks genug gefangen, genug Körbe geflochten, in seiner kleinen Bucht auf St. Agnes. Gerade mal 2 Seemeilen von St. Agnes entfernt, zwischen den Inseln Trescu und Bryer, wollen ein paar Einheimische mal wieder eine besondere Laune der Natur nutzen. Die Crew ist bei abnehmender Tide mit ihrem alten Fischkutter unterwegs. Sie ist auf der Suche nach einer geeigneten Stelle, um mit dem vollbesetzten Boot trocken zu fallen. Eine Aufgabe, die nur versierten Einheimischen gelingt. In der Meerenge zwischen Trescu und Bryer ist heute mal wieder eine etwas andere Strandparty geplant. So hat sich das die Crew vorgestellt. Das Wasser läuft weiter ab und ihr Schiff liegt, wie geplant, auf dem Trockenen. Die Stimmung an Bord bestens. Heute ist Springtide. Das Wasser geht weiter zurück als gewöhnlich. Das bedeutet, wo es sonst nasse Füße gibt, kann jetzt ein Verkaufsstand hin. Amanda Panda und ihr Team haben frische Meeresfrüchte an Bord. Damit sie davon gleich möglichst viele verkaufen, werden sie appetitlich in Szene gesetzt. Wir fangen alles selbst. Das gesamte Seafood hier wurde gestern aus dem Wasser gezogen und auch gleich fertig gemacht. Mein Bruder war draußen auf dem Meer, vermutlich westwärts von hier. Seafood auf der Sandbank gibt es auf den Scilly-Inseln nur 2-mal im Jahr. Jeweils im Frühling und im Herbst nutzen Amanda und ihr Team eine Laune der Natur für ihr Verkaufsevent. Genau dann, wenn die Springtide zwischen den beiden Inseln Trescu und Bryer eine Sandbank entstehen lässt,
Wenn also beide Inseln nur für wenige Stunden fußläufig verbunden werden, bietet Amanda hier ihre Meeresfrüchte an. Die Seafood Party ist die Veranstaltung des Jahres. Dabei haben sie nur ein paar Stunden Zeit, bis das Wasser wieder aufläuft. Alles muss jetzt Hand in Hand gehen. Dafür hat Amanda nur ihre besten Leute im Einsatz, die gesamte Familie. Absolut richtig. Ihr könnt meine Tochter sehen, meinen Vater, meine Mutter. Ein echter Familienbetrieb. Meeresfrüchte spielen heute die Hauptrolle. Selbst bei den Drinks. Schwiegertochter Holly ist für die Zubereitung eines Low-Tide-Klassikers verantwortlich. Bloody Mary mit Hummer. Just making a lobster Bloody Mary. What's the difference between a lobster Bloody Mary and a Bloody Mary? It's got lobster in it, essentially. Sounds fancy. So you've got tomato juice, you've got vodka. Du brauchst Tomatensaft, Wodka, ein bisschen Tabasco, Booster Sauce und als geschmackliche Krönung einen kleinen Hummerstick. Would you like some pepper? Go on. May as well do the whole thing. I was going to say, it can't possibly get me yet. Ein Drink ganz nach Silly Art. Take a little getting used to. Gewöhnungsbedürftig, hm? Yeah, for sure. Chillen, schlemmen, Schlange stehen. Das ist das Low-Tide-Event. Für gerade mal 2 Stunden wird die Sandbank zwischen den Inseln für die etwas andere Beachparty genutzt. Und das bei jedem Wetter. Doch von den paar Tropfen lässt sich hier keiner aus der Ruhe bringen. Mit Regen wissen sie auf den Scilly-Inseln umzugehen. Ist wie auf einer Insel. Das Wetter wechselt ständig. Gleich scheint wieder die Sonne. Und Amanda behält recht. Der Regen zieht schnell durch und die Sonne kommt zurück. Das Fest auf dem Meeresboden nutzen nicht nur weitgereiste Touristen. Auch für Einheimische ist es ein willkommenes Come-Together. Von der nahegelegenen Hillside Farm of Briar haben sich Graham und Rita Higgins aufgemacht. Von St. Agnes ist Geoff Hicks mit seinen Lobsterkörben gekommen. Und auch Andrew Walder nutzt die Chance, seine edlen Tropfen von St. Martins unter die Leute zu bringen. Die besonderen Umstände, die besonderen Bedingungen, das besondere Klima auf ihrer Insel, all das haben die Menschen hier schon immer irgendwie zu nutzen gewusst. Aus Tradition wird ja bei Low Tide irgendwas gemacht, sowas wie Shrimps oder Muscheln fangen. Dieser Event geht einfach einen Schritt weiter. Unsere ursprüngliche Idee war ja ein Cricket-Spiel, oder Andrew? Aber die Frauen haben daraus eine Food-Veranstaltung gemacht. Die Isles of Scilly. Nicht nur der Humor ist hier very British. Hier ist auch ein Hauch von Südsee zu spüren. The islands of Scilly, my home.